heutigen Video werden wir iCrimex mit einer Falle in Minecraft pranken. Und wie das Ganze ausgegangen ist, seht ihr jetzt. Candy, was ist los? Ich benötige Hilfe, Hilfe! Greift dich der Alpha-Clan an oder was? Ich werde bedroht und ja, Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier auf der YouTuber-Insel. Und ich glaube, ihr merkt es schon, die heutige Folge startet ehrlich gesagt mal nicht so cool, weil ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Ich befinde mich hier gerade bei der iCrimex-Burg oder bei der Paulberger-Burg, wie auch immer sie heißt. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr ja hoffentlich, dass ich heute einen Auftrag habe. Und zwar werden wir heute hier genau in dieser Burg eine richtig große Falle bauen. Und in diese müssen wir iCrimex reinlocken und ihn schlussendlich auch versuchen zu töten. Ich bin quasi gerade mal seit einem Tag hier und muss schon direkt eine Falle bauen. Die werden mich alle so hassen, Leute. Aber ich habe keine andere Wahl. Weil wenn ich es nicht mache, wird mich der Alpha-Clan die ganze Zeit jagen, Leute. Und das will ich natürlich auch nicht. Und genau deshalb, Leute, werden wir uns später mit Alpha-Stein persönlich treffen. Da will nämlich nochmal mit mir reden, ne? Und dann werden wir tatsächlich heute die iCrimex-Falle bauen und ihn damit hoffentlich töten. Das ist der Plan. Auch wenn ich selber gar nicht will, aber wir müssen es tun, Leute. Ich zeige euch auch direkt, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Und zwar, Leute, man kommt ja hier quasi hoch über diesen Wasserfall. Dann läuft man ganz normal hier lang. Hier ist halt die Burg. Ihr seht, hier sind so irgendwelche komischen Monster drin eingesperrt. Und ich habe mir gedacht, Leute, dass wir hier in diesem Gang einen Faden spannen. Den werden wir mit Redstone verbinden, ne? Und dann, wenn man quasi hier langläuft, wird diese Falle getriggert. Der Boden wird sich aufziehen nach links und rechts. Und dann wird es quasi hier einfach ganz tief nach unten gehen, wo wir auch Lava hinmachen werden. Ja, das wird die Falle sein. Ich werde euch auch noch genau zeigen, wie wir die später bauen werden. Das machen wir auf jeden Fall gemeinsam. Nur brauchen wir dafür erstmal noch ein paar Materialien. Also wir brauchen auf jeden Fall Redstone, ganz viel Redstone-Fackeln. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Materialien. Und dafür habe ich auch schon einen kleinen Plan gemacht. Und zwar werden wir uns später mit Candy treffen, Leute. Und diesen werden wir versuchen zu bestechen, ne? Dass er iCrimex in die Burg reinlockt. Also er sagt halt irgendwie, yo, iCrimex, ich brauche Hilfe, du musst zur Paulberger Burg kommen. Irgendwie sowas. Aber wir müssen ja iCrimex auch dazu bekommen, dass er in die Burg reingeht. Ja, Leute, das ist der heutige Plan. Ihr müsst mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. So, okay, da sind wir, Leute. Da ist der Alpha Tower und hier unten ist Paulberger Hills. Auch ganz kurz noch eine Info für euch am Rande, bevor ihr euch fragt, yo, Lom, warum hast du eigentlich schon Full Dia? Ja, das habe ich tatsächlich gestern Abend alles noch organisiert, sage ich mal. Ich musste ein paar Schulden eingehen bei gewissen Leuten, dass ich jetzt eine coole Rüstung bekomme. Die müssen mir tatsächlich auch im Laufe der Woche zurückzahlen. Also ich glaube irgendwie, ich habe jetzt 60 Diamanten Schulden hier direkt. Aber egal, Leute, was soll ich machen? Wir brauchen halt direkt eine gute Rüstung, falls wir angegriffen werden. Ich habe natürlich passend dazu auch schon direkt die passenden Tools, Schwert, alles dabei. Das werden wir auf jeden Fall auch brauchen, weil falls die Falle schief gehen sollte und iCrimex nicht sterben sollte. Aber ansonsten, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn hier noch irgendwas Spannendes passieren sollte. Okay, Freunde, ganz, ganz kurzer Zwischenstand. Ihr seht, ich bin nämlich hier gerade oben im Alpha Tower. Denn, Leute, Alpha Stein ist auch gerade online gekommen. Und er hat mir geschrieben, wo bist du? Dann habe ich geschrieben, ich bin im Alpha Tower. Und dann meinte er, komm mir sofort, bringt ihr ein Geschenk mit. Also, Leute, ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, was Alpha Stein mir da mitbringen will. Aber ich hoffe mal, es ist was Gutes, weil... Hello. Oh, ihr seht doch gerade, er ist wieder da. Ich glaube, er wird jeden Moment kommen, Freunde. Wo steckst du? Ich habe ihm doch gerade schon geschrieben, ich bin im Alpha Tower. Wartet, im Alpha Tower oben. Ich meinte darauf... hin im Alpha Tower... da bist du ja schon... Ja, Mann, du musst nicht mit dem Bug auf mich ziehen. Beruhig dich, beruhig dich. Ich hab dir gehört, Full Dias, wo ist mein Anteil? Der Alpha Clan teilt alles. Was für Anteil? Das ist meine Dia-Rüstung. Hör mal auf, Mann. Ich brauch Diamanten-Looming. Ich hab keine dabei. Beruhig dich. Ich kann dir... Willst du runter? Ich geb dir... oder nein, ich geb dir eine Schaufel, okay? Gib dich zufrieden damit. Nein, nein, Looming. Junge, du meintest, du gibst mir ein Geschenk, Alter. Wo ist mein Geschenk? Ich hab hier, guck mal, was ich mitgebracht hab. Sticky Pistons. Nein. Damit musst du iCrimex besiegen. Oh Mann, ich konnte es mir schon denken. Ja, du hast mir den Auftrag gegeben und du meinst... Ich nehme eine Falle und ja, ja. Besieg ihn. Und das soll ich mit diesen Pistons da machen, oder wie? Yeah. Ach du Heilige. Ja, wo soll ich... Ich will den Kopf von iCrimex sehen. Oh mein ich Gott, will ja. sehen, dass du ihn besiegt hast. Mit Fotobeweis oder Videobeweis. Mega. Okay, okay. Ja, wo soll ich die Falle bauen? In der Burg am besten, oder nicht?
Ja, am besten bei seinem Zuhause, da wo du es nicht erwarten würde. Okay, wie viel hast du denn davon? 3 Stück. Ja, das wird nicht ganz reichen. Da brauche ich noch ein paar mehr. Junge, ja, okay, beruhig dich einfach, Steinmann. Übertreib das nicht. Ich Ja, okay. Ich besorge noch ein paar mehr. Dann werde ich die Falle bauen. Und dann bringe ich dir seinen Kopf. Okay? Genau, Foto reicht vom Kopf. Ja, aber lass mich am Leben, bitte, ja? Ja, los, ich arbeite jetzt. Ja, okay. Okay, ich mache das schon. Ja, okay. Hast du einen Wassereimer dabei? Ja, schau ich mal kurz dahin. Okay. Oh mein Gott. Junge, so ein Idiot, Alter. Okay, ich wollte ihn wachsen. Oh Mann, Leute. Alpha-Stein ist doch nicht so nett, wie ich dachte. Und das Ding ist, eigentlich will ich die Falle ja gar nicht bauen, aber ich muss, Freunde. Ich hab sonst keine andere Wahl, Mann. Bro, ich kann das erklären, schreibt er. Ja, er sagt, er kann das erklären. Gar nichts kannst du erklären. Gar nichts. Oh Mann, ey, jetzt ist schon wieder so viel Action hier, Leute. Wenn die Falle schief läuft und er nicht stirbt, dann sind wir halt richtig am Arsch, Leute. Das wisst ihr, denke ich, alle. Deswegen, ich würde sagen, ich besorge jetzt ganz schnell hier meinen Loot wieder, bevor der weg ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. So, okay, Freunde. Es ist jetzt hier ein bisschen Zeit auf der YouTuber-Insel vergangen. Ihr seht, ich habe mich auch schon ein bisschen ausgerüstet. Und, Alter, wie aus dem Creeper sehe ich gerade? Junge, was wäre er denn von mir? Oh nein, nicht explodieren. Okay, das war knapp, Leute. Aber zurück zum Thema. Und zwar, schaut mal bitte, es sind wieder richtig viele Leute online. Und unter anderem auch Candy-Leute. Und diesen werden wir jetzt erstmal suchen, denn ihn werde ich ja brauchen, um Max in die Falle zu locken. Deswegen würde ich sagen, schreiben wir ihn direkt mal eine Privatnachricht hier, zack. Wir dürfen das Ganze nicht zu offensichtlich machen. Deswegen frage ich ihn mal, kann ich ein Haus kaufen, Leute? Weil er verkauft ja irgendwie so Immobilien. Deswegen locken wir ihn erstmal an und fragen, yo, Candy, kann ich ein Haus kaufen? Ich bin mal gespannt, ob er auf den Zug aufspringt. Das wäre auf jeden Fall richtig lustig. Was? Anrufbeantworter, leider sind meine Geschäftszeiten vorbei. Versuchen Sie es morgen erneut. Junge, was für was? Labert ihr? Was für Geschäftszeiten? Okay, wir müssen den irgendwie mehr locken. Warte. Wir schreiben, zahle 500 Dias, schreibe ich. Ey, wenn er jetzt nicht auf den Zug aufspringt, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, bin in meinem Lager. Ich wusste es, Leute. Hallo? Also, wie gesagt, ich nehme dann nochmal eine Diamantschaufel dazu. Ja, wie ich mir das leisten kann. Sir, ich habe mehr als 500 Diamanten bald. Also, da ist er, Leute. Kaufen und das Haus. Hallo! Das nehme ich auch. Warten Sie mal, ich rufe mal später zurück. Machen Sie die Bestellung fertig. So, hallo? Jo, da bist du ja endlich. Mach mal die Tür auf. Ja, kommen Sie herein. Sehr gut. Also, um ein Haus geht's, richtig? Ja, genau. Ich wollte ein Haus kaufen. Ja, wir haben tatsächlich hier noch eins zur Verfügung. Und zwar hier erschließt sich das gerade. Bett rein, warten Sie kurz. So, muss mein Bett da. Bam. Passt das von der Quadratmeteranzahl? Sollte reichen, oder? Ja, ich würde das tatsächlich so nehmen, ja. 500 Dias macht das dann einmal. Mhm. So, da. So, was war das denn? So, Kollege Schnürschuh. Ja, jetzt ist hier Schluss mit lustig. An die Wand! Umdrehen, das ist ein Überfall! Ey, was soll Hilfe? Hilfe! Ruhe! Okay. Oh mein Gott. Hör mir zu. Ich hab einen Auftrag. Was willst du von mir? Hör mir zu! Ja? Ich hab einen Auftrag, okay? Ey, nimm diesen Bogen runter, bitte. Ich hab nichts getan. Ein bisschen leise machen, sonst darf niemand hören, ja? Okay. Also, pass auf. Ich bin beim Alpha-Clan, ja? Ja, okay. Und ich habe einen Auftrag und ich brauche deine Hilfe dafür. Ah, für Auftrag, ich verstehe das, ja, okay. Ich habe aber das Element der Überraschung. Yo, hey! Stehen bleiben, der sofort! Wird dich niemals finden. Greif ihn an, Larry, greif ihn an, nicht mich! Nicht mich! Ich bin nicht fertig, letzte Warnung, bleib stehen jetzt! Larry, du hast mich verraten. Oh Mann, ey. Ja, ich hab gut, gesagt, leg dich nicht mit mir an, Mann. Ich ergebe mich. Okay. Mein bester Freund hat mich erschossen. Wo ist Larry hin? Ja, dein Larry, den gab's mal. Der ist Geschichte. Oh Mann, ey. Okay, pass auf. Wir kommen jetzt zum Plan, ja? Ja. Es geht um eine Falle. Falle, ja, ich bin Fallenexperte, ja. Ich weiß, du bist hier Hausbauexperte und so. Und deshalb. Ich bin Fallenexperte. Ja, ja. Und ich brauche eine Falle von dir und du wirst mir dabei helfen. Ja, easy, machen wir.
Wen stellen wir eine Falle? Etwa Alpha Stein, der es mehr als verdient hat. Stani, der andere auch schon gepiesackt hat. Oder vielleicht, nein, ich weiß es. Ja? Ente! Nein, nein. Wen denn? Es gibt sonst niemanden, dem man eine Falle stellen sollte. Nein, nein, doch. Weißt du, wem wir die Falle stellen? Finski! Ein Crybex! Nein, das... Doch, du wirst mir dabei helfen, ob du willst oder nicht. Komm runter, führ mich ins Lager, jetzt, sofort. Ich helf erstmal... Führ mich ins Lager, hab ich gesagt! Das ist unter uns, hier! Alter! Doch, ob du willst oder nicht, Bro, ich bring dich nochmal um, wenn du willst. Weißt du was, mein Respawn-Punkt ist genau hier. Okay, bitte nicht, ich respawn viel zu weit weg. Alles gut, ich mach das, ich helf dir. Ja, komm, führ mich zum Lager. Wo ist dein Lager? Wir sind im Lager, hier ist mein okay, Lager. Okay, ich brauch, hör mir zu. Ich brauch 5 Sticky Pistons, ich brauch Redstone, ich brauch Repeater, ich brauch Redstone fucking. Ja, hab ich alles da. Weg hier. Stehen bleiben jetzt, Mann! Piep. Okay! Bro, du bist ja voll der Pro! Oh, ey, komm Mann, schon, Bro, ey. Candy, mach doch jetzt hier keine Faxen, okay. Gib mir einfach die Sachen und fertig. Ich geb dir die Sachen. Ich stell das Boot hin. Das war nicht meins. Hier ist Lagerbarm. Och, Mann, ey. Junge, Leute, Bro, so ein Idiot. Aber ich glaube, es Boot zerschossen. Glaube ich, Leute. Ach, Candy, komm schon, Bro. Was willst du haben denn? Bro, hier ist mein Safe. Vielleicht da? Ist das dein Safe hier? Das ist mein Safe. Hier sind. Ey, bitte. Bitte lass meine Dias da drin. Warte mal, ich brauch keine Dias, Bro. Was denn? Ich brauch Feinkiste. Was ist da drin? Hä? Ja? Darf ich da reinschauen? Ey, bitte, nimm da nichts raus, bitte! Oh mein Gott, das wäre so perfekt, aber nicht. Oh mein Gott, was, Bro? Okay, ich wusste ja gar nicht, dass du so ein Feinexperte bist, Bro. Ey, Bro, bitte lass das drinne, bitte! Pistons, Lava... Weißt du, wie schwer das ist? Boah, du hast hier sogar Redstone-Repeater! Oh, Redstone Mann, ey. Redstone... Bro. Wir können das nicht tun, bitte! Okay. Kenny, du bist der Beste. Ich danke dir schon mal für deine Hilfe hier, dass ich mir die ganze Sache einmal ausborgen durfte. Guck mal, ich gebe dir auch ein paar Sachen wieder hier, die ich nicht brauche. Hier. Können wir das vielleicht nicht machen? Doch, du hilfst mir jetzt dabei. Schau mal. Du hast doch schon die Sachen bekommen. Wieso soll ich dir helfen? Nein, Bro. Ich brauche doch jemanden, der Max in die Burg lockt. Du bist doch Kollege von ihm, oder gute nicht? Gute Idee. Ich helfe dir. Was wird das? Ich helfe dir. Warum habe ich nur eine Steinspitzhacke? Bro, Candy, hör doch auf, bitte. Mann. Bro, was? Du entkommst dich, Junge. Mann, ey. Komm jetzt mit, Mann. Na gut, ich helfe dir. Okay, Freunde, es läuft alles wie am Plan. Wir haben Candy einfach abgezogen. Er hatte richtig krasse Fallen-Items dabei. Und mit diesen werden wir jetzt gleich die Falle in der iCrimex-Burg bauen. Es wird richtig übertrieben. Und sobald iCrimex auf den Server kommt, werden wir Candy sagen, dass er iCrimex zur Burg locken soll. Und dann werden wir ihn hoffentlich in die Falle locken können. Ja, du siehst gut aus, Mann. Das ist mein Outfit, denn ich bin ein Ritter. Ein Ritter bist du. Na klar. Ah, du bist jetzt mein Ritter. Ey, aber bitte lass uns da nicht übertreiben, okay? Pass mal auf. Darf ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Ja. Du musst so sehen, schau mal, ich bin ja auch neu hier. Und der Alpha-Clan hat mich gezwungen, zu denen zu kommen, ja? Ja. Und der hat mir die Aufgabe gegeben, dass ich eine Falle in der Burg bauen soll. Und ja, aber du hast deine Rechnung nicht zu Ende gerechnet. Ja. Bei allem, was du erzählst, gibt es einen Fehler, den du nicht bedacht hast. Und der wäre... iCrimex ist viel zu schlau für deine Level 1 Fallen. Er wird niemals auf dich reinfallen. Bro, genau da kommst du da ins Spiel, du Idiot. Hä? Du wirst ihn für mich da reinlocken. Was? Ja? Dann hasst er mich doch. Bro, er hat schon mal über mein... Du checkst das nicht, der ist schon mal über meinen Playbutton gefahren, der ist ehrenlos, der macht alles. Ja, ist doch super, ich weiß... Der kennt keine Grenzen. Bro, aber er vertraut dir, das nutze ich doch aus. Ich werde am Ende, werde ich sagen, dass du das warst. Ja, mach ruhig, aber ich habe keine andere Wahl. Alpha Stein wird mich töten, wenn ich ihn nicht in den Kopf bringe, Bro. Max wird dich auch töten danach. Ja, aber lieber später als früher, Mann. Alpha Stein, der wird mir schon helfen dabei. Ey, aber ich glaube, iCrimex wird dich ein bisschen hintergangen fühlen, ne? Wenn du dabei hilfst, ihn zu töten, Junge. Was soll ich denn machen? Ich habe keine andere Wahl. Ja, siehst du, so geht's mir. Ich werde dich verraten. Du läufst in die falsche Richtung. Wir müssen hoch. Wo ist die Burg denn? Hier links. Bleib einmal ganz kurz hier stehen. Ich muss nämlich die Fallen deaktivieren, sonst wird das jeder... Einmal, warte.
Gut, okay. Du checkst das nicht. Guck mal, Harry, hier rechts. Hör auf, mich reinzulegen jetzt! Ja, gut, wir bauen jetzt eine Falle. Wo soll die hin? Okay, pass auf. Ich hab mir vorgestellt. Ja. Kenny, mach hier keinen Unfug. Ich hab dich im Auge. Ja. Guck mal, wenn man hier langläuft. Schau mal hier. Du machst das falsch. Ich bin Fallenexperte. Einmal Holz hier, einmal Holz da. Hast du einen Haken? Machst du einen Haken links und rechts? Ja, warte. Bam, unterirdisch werden wir dann nämlich einen Pisten verbinden, der sich dann automatisch aktivieren wird, sobald ein Crimex reinkommt. Bro! Aktiviert sogar. Das ist doch meine Idee, Mann! Das ist meine Idee, ich sagte das doch gerade. Und dann kommt er und wird ganz tief fallen. Und dabei wird der Ruf Paulberger Limo! Du bist aber auch und ganz schön hier, ganz schön schadenfreudig, habe ich das Gefühl. Mein Zeug. Okay, so, wir brauchen Redstone. Leute, so wie es aussieht, dann kennt ihr auch Bock, iCrimex in eine Falle zu locken. Ich glaube, wir bauen das besser mit Druckplatten. Das wird einfacher. Wir fahren ein bisschen kompliziert sonst. Freue mich, Kenny, dass du mir dabei hilfst. Das ist echt nett von dir. Wie ist nett? Ich habe gar keine andere Wahl. Ich werde doch gezwungen. Ja, stimmt, da ist auch was dran. Ey, Kenny, ne, eigentlich will ich das ja gar nicht, Bro, aber ich muss. Wie, du willst das nicht? Du hast voll Spaß da dran. Natürlich willst du das. Ja, Bro, weil Alpha Stein mir den Auftrag gegeben hat. Langsam glaube ich das sogar nicht mehr. Ich sag, du machst das selber. Nein, das ich schwöre, nein. Candy. Ich glaube langsam, du willst das einfach. Okay. Candy, stell dich mal hier drauf. Ja? Bin ich? Candy, auf die Seite. Die sind warum nämlich hier? Candy! Ja, okay. Okay, warte. Ich muss das jetzt hier ein bisschen tiefer und bauen. Ciao! Ich hab dir natürlich gern geholfen. Tschüss! Candy, komm sofort zurück! Candy, hör auf mit dem Unsinn! Ich muss noch irgendwie jetzt Lava da reinbekommen, ohne dass ich sterbe. Ey, Bro, die Falle wird echt ein bisschen ehrenlos. Ey, guck mal, Chat unten links. Beeil dich! Nein, der Kreis, komm! Komm raus! Ja, warte! Ist irgendwo schon da! Oh mein Gott, Bro! Das war's. Wie okay, okay. Wo? Also, ich dachte, ich soll da reingehen. Soll ich das treffen, oder? Nein! Ah, okay, er ist wieder offline. Oh. Ja, sobald er wiederkommt, ich verstecke mich hier oben. Oh mein Gott. Oh, der läuft Bro. Hier einfach lang. Candy! Mann, sein Kopf liegt da. Nein! Oh mein Gott. Bro! Bro! Nein! Candy! Hinterher! Mein Plan ging nicht auf! Candy, unsere ganze Lava ist weg. Warum fällst du denn selber rein? Ja, weil dein Kopf da lag. Guck mal im Chat. Ja, es ist alles zu spät, du hast alles kaputt gemacht. Komm schnell hoch. Warte, zumachen. Komm, Lava. Hier vorne ist nämlich eine Lava-Farm, soweit ich weiß. Ja! Jackpot! Komm rein, ich kenne die! Und da, ich werf den Eimer hinzu. Bam! Teamwork, schnell! Okay, okay. Platziere die Lava! Ich mach doch schon! Okay, jetzt geh hoch und ich kümmere mich drum. Ich rufe schon. Yo, Max. Was geht? Hast du kurz Zeit? Oh mein Gott, Leute, jetzt geht los. Keine Ahnung, sag, du brauchst Hilfe in der Burg oder so. Fürs Protokoll, ich will das nicht. Bin bei der Burg. Ich schreib Bro, bin bei der Burg, Bro. Ey, ich will das gar nicht! Kenny, pass auf, du schreibst ihm jetzt, dass er zur Burg kommen soll. Sofort. Du wirst bedroht. Sag, du wirst bedroht. Puh, es war ehrlich gesagt alles ein bisschen stressig mit der Falle jetzt hier unter Zeitdruck. Weil iCrimex ist die ganze Zeit auf den Server gekommen, wieder geleftet. Aber ich glaube, wir haben es jetzt endlich unter Zeitdruck hinbekommen, die Falle zu bauen. Ihr seht unten die Druckplatten. Ich habe perfekte Sicht drauf. Guck mal schnell. Candy. Ja. Alpha Clan. Warte mal. Ich habe langsam das Gefühl, du willst auch zum Alpha Clan, Candy. Nein, will ich nicht. Natürlich nicht. Ich will einfach, dass es vorbei ist. Ja, okay. Oh mein Gott, Freunde, bis jetzt geht die Falle perfekt auf. In Ruhe und Max auch in Ruhe lassen, okay? Candy, wie gesagt, ich wollte das alles nicht. Ich hatte keine andere Wahl. Der Alpha-Clan hat mich gezwungen. Du freust dich doch, wenn er hier reinläuft. Natürlich, dann bin ich den Alpha-Clan hoffentlich los. Was soll ich schreiben? Er schreibt Alpha-Clan. Soll ich ja schreiben? Schreib nein. Sonst fliegen wir auf. Nee. Wie? Wieso fallen wir auf? Hier sind 80 Banner vom Alpha-Clan! Ach, stimmt! Oh! Egal! Ey, ihr dürft mir das alle nicht böse nehmen. Ich habe keine andere Wahl, Leute. Ihr wisst ja, Alpha-Clan hat mich gezwungen. Oh, da kommt mein Retter. Ich brauche Hilfe, Hilfe! Candy, was ist los? Ich benötige Hilfe, Hilfe! Greift dich der Alpha-Clan an, oder was? Ich werde bedroht und Alter, was war das für eine Aktion?
Was war das für eine Aktion, Candy? Candy, renn! Hä? Nein! Alter, Candy, du kleiner... Nein, Leute. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Mit dem will ich sowieso noch ein Hühnchen rufen. Wo ist er? 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 Da ist er! Nein! Das, was war das? Das? Nein, das ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich nicht. Ja, komm. Bro, hey, du hast alles versaut. Candy, von dir bin ich richtig enttäuscht. Du hast mich in eine Falle gelockt. Genau, Candy hat eine Falle gebaut. Das war alles seine Idee. Hä? Bro, nein, das stimmt nicht. Ihr dachtet also, ihr könnt mich hier aufhalten mit so einem kleinen Lavagraben? Also Bro, natürlich ist das, nicht. Ist Candy das dachte Ernst? Das. Nein, nein, natürlich nicht. Ihr wolltet, dass ich gerade in der Lava da drauf gehe. Candy wollte das. Das stimmt gar nicht. Ey, ich wollte das nicht. Candy, von dir bin ich richtig enttäuscht. Ich dachte gerade, ich sag hier noch in meinem Video, ich sag noch, Candy ist unser Freund, der war Bergerritter. Ich dachte, du wurdest angegriffen und retten, komm zu deiner Rettung. Und du, Lumex, hier. Ich bin. Du bleibst mal schön hier. Mit dir wollte ich nämlich sowieso noch sprechen. Ja? Warum? Du bist doch da beim Alpha-Clan. Ja, okay. Es gibt vielleicht was, was ich erzählen sollte. Machst gemeinsame Sachen mit dem Alpha-Clan, ja, ne? Ich hatte keine Wahl. Schau mal, ich bin gerade auf die Insel gekommen. Die haben mich direkt überfallen und meinten, dass ich zu denen kommen muss. Okay. Und deswegen baust du mir eine Falle? Nein, die haben gesagt, ich soll ihnen deinen Kopf bringen, sonst bin ich am Ende. Ah. Ja, ich hab's dir gesagt, wenn du dich mit so Leuten einlässt. Was soll ich denn machen? So, und jetzt will ich, dass du ehrlich zu mir bist. Ja. Mir fehlen aus meinem Casino 5 Diamanten und da war so ein Alpha-Clan-Schild drin. Ein Alpha-Clan-Schild? Boah! Ich weiß, dass du mit denen gemeinsame Sache machst. Sei jetzt besser ehrlich zu mir. Ich kann das erklären, also das mit dem Alpha-Clan-Schild im Casino, also das ist da ganz zufälligerweise... Ja, okay, ich hab's geklaut, tut mir leid. Du hast meine Dias geklaut. Ja. Diamanten geklaut. Candy, du bist ruhig. Candy, du bleibst hinten in der Ecke. Zu dir komme ich jetzt auch noch. So, Lumex, wie viele Diamanten hast du geklaut? Weil ich weiß, ich habe da 5 Dias mindestens drin gelassen. Ja, ich habe 5 Stück rausgenommen. Der Alpha-Clan meinte, wir müssen immer klauen. Das machen die so. Ja, dass der Alpha-Clan das macht, das denke ich mir. Okay, pass auf, Lumex. Ja. Wir können wieder Freunde werden und uns verstehen, aber du schuldest mir jetzt 7 Diamanten. Jetzt schulde ich bei dir auch noch Diamanten, Mann. Ich komme da gar nicht mehr raus aus meinen Schulden. Du schuldest mir 7 Diamanten. Okay. Es tut weißt mir du leid. Warum 7? Weil da waren 5 drin und 2 hätte ich mindestens noch verdient, wenn andere YouTuber da gespielt hätten. Leute, sorry, ganz kurz, Spiel, stopp. Ich kann das nicht. Ich wurde bedroht, ich schwör's. Candy, von dir bin ich enttäuscht. Von dir ich war das nicht. Bro, du hast mich gerade. Du hast mich gerade ganz eklig in eine Falle gelockt. Ich komme da angerannt, weil ich dir helfen will. Stehst da und hast mich ausgelacht. Ja, es stimmt, ja. Ich wurde aber bedroht. Ja. Okay, Candy, du kannst jetzt wieder gut machen. Ja, wie denn? Mitkommen. Hä? Mach an dem nichts, Candy, sag kein Wort. Was soll ich machen? Spring da rein. Nein! Tu das nicht, Candy! Doch, ich mach das einen Moment. Er hat das Spiel verlassen. Also, Max, ich soll da reinspringen? Ja. Du hast eine Sache dabei nicht bedacht. Was denn? Wir sind und bleiben für immer die Fallenbrüder! Fallenbrüder! Ja. Okay, gut. Candy steht jetzt auch auf unserer Liste. Ah. Na gut, Lumex. Du schuldest mir 7 Dias. Bis morgen. Bis morgen will ich 7 Diamanten. Wie soll ich da rauskommen? Der Alpha-Clan wird mich jetzt jagen. Ich habe den versprochen, dass ich dich liefere. Ja, und ich habe dir gesagt, ich helfe dir mit dem Alpha-Clan. Ja, wie denn? Wo du mitkommst. Ja. Wo sind die Fallenbrüder? Ich bin alleine weggelaufen. Candy, das war mal wieder nix. Oh, Mann, ich sag's mal so, Lumex, du kannst nach Paulberger Hills kommen und bekommst da Schutz. Ja? Oder, oh mein Gott, Lumex, ich habe eine richtig gute Idee. Oh nein, das aber kann nicht das besser ist, werden. Das ist streng vertraulich, komm mal mit. Oh komm mal mit. Das nein. Ist ganz geheim, eine ganz geheime Sache. Das darf niemand erfahren. Ich bin ganz Ohr. Und zwar, du wirst einfach mein Spion beim Alpha-Clan. Oh. Du wirst mein Spion beim Alpha-Clan. Okay, aber dafür sind die Schulden ausgeglichen. Ist das ein Deal? Dann die 5 Dias schuldest du mir trotzdem, die hast du mir geklaut. Ah, okay.
Ja, okay. Du wirst Spion und dafür lasse ich dich jetzt am Leben hier. Okay, das ist ein guter Deal. Sobald ich irgendwas weiß, komme ich zu dir, okay? Okay, du gehst zum Alpha-Clan und sagst, hättest mich voll abgezogen, fertig gemacht und so. Ja, aber ich brauche... Dass es funktioniert hat. Ich brauche irgendein Beweisstück von dir. Du musst mir irgendwas geben, damit ich zeigen kann, dass ich dich erledigt habe. Hast du irgendwas mit deinem Namen oder so? Sonst... Warte. Ich kann was umbenennen einfach. Nimm meinen Helm und schreib darauf irgendwie iCrimex Helm oder so. Nein, die wissen, dass ich Netherite habe. Das zieht nicht. Das zieht nicht. Warte, ich vertraue dir jetzt was an, aber das will ich wieder haben, ja? Okay. So. Das hier ist mein Berger-Ritterschild. Das Berger-Ritterschild. Und das zeige ich denen. Das zeigst du denen. Okay. Sagst, du hast mich fertig gemacht und mir mein Schild weggenommen. Dann werden die dir glauben. Okay. Und du verrätst mir dafür immer, wo die... Ach genau, wo ist die Geheimbase? Ah, da bin ich dran. Die meint, wenn ich mich beweise, dann zeigen die mir das. Ach, also du weißt jetzt gerade noch gar nicht? Nein, aber ich glaube, wenn ich das Schild zeige, dann werde ich es wissen. Okay. Versuch auf jeden Fall das Vertrauen zu erlangen und dann zeigst du mir die Base von denen, okay? Okay, das hört sich nach einem Plan an. Und wenn das funktioniert, dann bin ich dir auch nicht mehr sauer. Dann läuft das. Ich danke dir, ja? Okay, so machen wir das. Okay, das ist alles nie passiert, ja? Ciao! Das ist alles nie passiert. Wo ist Candy eigentlich? Okay, Leute, aber ich glaube, hier ist es jetzt auch am richtigen Zeitpunkt angekommen, um die heutige Folge zu beenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen richtig dicken Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ich glaube, Leute, wir sind auf einem guten Weg zur Besserung, aus diesem ganzen Schlamassel hier wieder rauszukommen. Deswegen checkt auf jeden Fall die nächsten Folgen ab und checkt noch unbedingt eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.